Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Golden Sun. Wir kämpfen gegen Tiefschlamm. Wir holen uns jetzt endlich das ab, was wir eigentlich schon im letzten Part machen wollten. Aushalten. Da kann man weiter tauschen. Tut mir jetzt auf, Beut hat mal freier Fall. Spezialattacke und vor allem Bombo Nova. Ach, dann müsst ihr euch noch gedulden. Immer da lustig, dass diese so eine billige Attacke wie Regenschau, die nicht mal 30 Schaden macht, glaube ich. Die macht aber plus 20 oder 25. Sterben. Zwei Kisten, ein Südkristall und ein Lebenswasser. Garrett sitzt dann noch mit ziemlich mal Z dran, ist aber hat am meisten Leben. Also wie hier. Mein Ohr vergessen zu stellen, naja, 2 Minuten haben wir DCD gespielt. Was mache ich bei jetzt über 13 Minuten, 14 Minuten? Laut der Uhr ja Schluss. Oh. So, was schnell runter. Damit haben wir den nächsten Ort abgeschlossen, wo es noch was gibt. Wo es noch was zu tun gab. Da haben wir jetzt Wale abgeschlossen, war gut abgeschlossen, sag ich einfach mal abgeschlossen. Emil, die Höhlen von Billy Bean, die nicht angezeigt werden. Billy Bean natürlich selber. Ne, das war die Turmerhöhle. Und jetzt gehen wir nochmal bis in den Tempel von Fujin. Quer aber die ganze Map. Sind ja ziemlich fast alle drin zum Westen. Bis ganz hier rüber. Alles bloß, weil ich wissen will, was dieser Einhornring kann. Den ich ja schon komplett Lösung gelesen habe, dass ich den vergessen habe. Beim Kontrollieren, ob ich den vergesse. Und geht's weiter. Ja.
Ja, Level 21 Gelehrter. Gelehrt. Ja, ich sag trotzdem Gelehrter. Steht doch so da. Kann es sein, wenn ich 168, 145. Halt uns jetzt einfach mal. Ah, ich darf den auf keinen Fall. Muss den immer im Standby-Modus haben. Wenn du nicht. Nur nicht versucht hätten, an die Preise heranzukommen. Deswegen standen die aufeinander. Die haben versucht, an die Preise Bären ranzukommen. Oh mein Gott. Ich sag mal nichts dazu. Hallo Tempel des Fujin. Ich sag gar nicht genau sagen. Na, was wir hier gemacht. Wir hatten die Prüfung da gemacht. Wasserfreundner, was wir denn auf eine Fähigkeit so gekriegt haben. Ich glaube, es bloß ein Djinn war. Oh, gleich die richtige Kiste erwischt. Topf. Heilt im Kampf Vergiftung. Erzung, Dusche, Griezring, haben sie auch. Hat sich gelohnt. Für mich zumindest. Und so an den ganzen Part jetzt wahrscheinlich brauchen, um bis hier hinzulaufen. Aber was soll's. Wir werden in dem Part so an den Part gemacht haben. Ja, wir sind nach Bilibin gelaufen und sind nach hier gelaufen. Den Djinn hat man nicht in diesem Part gemacht, glaube ich. Nein, ich nicht. Ich habe so ein Gedächtnis von so einem Steinzeitmenschen. Triefschlamm. Ja, da ist es überlebt. Ich hoffe, man hört diesen stark beschleunigten beschleunigenden Schwerlaster nicht. Vor allem, wenn mein Vater höchst zu 100% das Fenster offen hat und das Spektakel natürlich mit angucken muss. Also, wir leben hier in einem kleinen, also ich 2000 Einwohnerdorf, was ich wie viele Einwohner wir haben. Aber irgendwie so ein Schwerlasttransporter kommt jede Woche mindestens einer. Wenn wir eine Woche keinen Schwerlasttransporter haben, dann ist die Welt nicht mehr in Ordnung, Alter. Ich verstehe es nicht, wo die alle hinwollen. Second.
Französisch und Englisch. Mal kurz rein. Ach, Mann. Muss ich die Dings noch übersetzen, da? Denn beisetzen, meine ich. Muss man eigentlich irgendwie was kaufen? Ja. Durch die Durma-Höhle. Weil wir jemals noch mal hinkommen werden in die Durma-Höhle. Ich weiß es nicht. Die Nähe hier auf jeden Fall noch mal nach Lunpa. Ein Lichthaupt. Was ist doch los? Überall sind die ganzen hohen Leute vermisst. Meister Hamid. Lord Babi. Babi. Traden natürlich auch selbst. Traden Jena und Felix sind immer die Jena und Felix nicht als hohe Leute anzeichnen kann. Die Personen müssen wir noch retten. Kurz drücken. Ist das ja für ein Wiedges? Ah, Bestpilz, wie süß. David war schon mal nicht gerade so sinnvoll. Wahrscheinlich ist wahrscheinlich der Umweg einfach gerade hin nach Calais. Calais-Tunnel eingehen. So, hier darf man also noch nicht hin. Muss man bestimmt noch irgendwas machen. Ach, in Hamids Palast darf man einfach so reinlatschen, wie wir wollen. Wenn wir lustig sind. Wenn der Part schon nicht wirklich sehr sinnvoll war, dann will ich jetzt auch nochmal hier reintun. Das. Hm.
ja mal hier erst hin, wenn man meist betrieben erst hier die Schätze, wenn man meist damit befreit haben. Finde ich jetzt einfach mal aus, dass das dann unsere sind. Das ist wahrscheinlich auch in deiner Zeit. Ich kann schon sagen, mehr als 50% haben wir schon gemacht, aber es ist noch einiges offen. Das kann ich schon mal spoilern. Bei 13 Minuten. Die Höhe nicht anzeigt, finde ich ein bisschen scheiße. Durch die Höhle gehen wir noch und dann sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Wenn wir uns den Naturgen holen, dessen genaue Position ich leider nicht im Kopf habe. Und dann geht es auch weiter. Das doch hier. So, das sind jetzt wieder Gegner, die man nicht so einfach killen können. Das ist scheiße. Ja, wir kriegen halt KP durch den Schlag. Ich weiß nicht, ob wir alle KP kriegen. Dessen Schaden wir macht er aber. Das stellt sich schon noch heraus. Nur 5 BB oder was? Fehlt ein Gegengift. Was völlig sinnlos ist. So, das war es dann schon wieder von diesem Part. Ich finde, sehr viel erreicht haben wir in dem Part nicht, aber wir haben den größten Teil von hier jetzt alles gemacht. Ich kann mich, weiß nicht, ob wir ein IT und so noch was machen müssen. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Sonst hätte ich das vorne in mein Gedächtnis geschoben und nicht irgendwie weit nach hinten. Wir würden uns jetzt den Jin da hier sich irgendwo hier irgendwo rumtreibt und gucken, da, was mein Tolbi ja noch machen müssen. Und ich sage, haut da rein und sehen wir uns.